Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute hier aus dem Wald, aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Bei mir in der Wohnung ist es einfach viel zu warm und ich musste einfach mal raus. Und hier im Wald ist es relativ kühl und mir hilft es immer so ein bisschen auch, wenn ich hier in der Natur bin, so einfach runterzukommen, den Kopf frei zu kriegen, Videos machen, filmen, fotografieren und so, hilft mir auch immer sehr, 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 sehr dabei. Und ja, heute habe ich euch mit dabei. In diesem Video geht es darum, wie du den Weg zum Ziel machst und einfach glücklich, zufrieden, erfolgreich wirst. Viel Spaß dabei. Ja, wenn du neu auf diesem Kanal bist, heiße ich dich erstmal herzlich willkommen. Auf meinem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so in meinem Leben passiert. Mein Name ist Daniel und hier gibt es jede Woche neue Videos für dich. Aber jetzt erstmal zum Thema. Den Weg zum Ziel machen oder der Weg ist das Ziel, das ist so eine Floskel, die hören wir alle öfter im Leben oder die habt ihr sehr wahrscheinlich auch schon öfter von irgendjemandem gehört. Von euren Eltern, von Freunden, Verwandten, total egal. Jeder kennt diesen Satz irgendwie. Doch was bedeutet der eigentlich? Im Grunde genommen, der Weg ist das Ziel, heißt, dass wir auf dem Weg ja schon da sind. Das Ganze umzusetzen ist aber nicht ganz so einfach. Und das so ein bisschen zu verstehen ist auch nicht so einfach. Ich gebe euch jetzt ein kleines Beispiel, was das Ganze einfacher macht zu verstehen. Sagen wir mal zum Beispiel, ich habe damals ja Breakdance gemacht und habe einen Move gelernt und diesen Move, der war das Ziel, das wollte ich unbedingt erreichen, den wollte ich schaffen. Woran ich mich aber jetzt erinnere, ist nicht den Move geschafft zu haben, sondern an die Zeit mit der Crew, die Zeit des Trainings, die gemeinsame Zeit, die wir verbracht haben, Schweiß und Tränen für diesen Move. Und wenn ich daran zurückdenke, denke ich immer an diese Zeit und nicht daran, dass ich dann den Move geschafft habe. Genauso ist es vielleicht für den einen oder anderen, wenn er die Schule hinter sich hat. Er denkt nicht an den Abschluss oder die Abschlussnote. Meistens haben wir die schon lange irgendwann dann vergessen. Aber woran wir uns immer erinnern, ist die Zeit mit unseren Klassenkameraden oder mit unseren Freunden in der Schule und während der Schulzeit. Was sagt uns das also? Meiner Meinung nach sagt uns das, dass das Leben auf dem Weg passiert. Das heißt, auf dem Weg zu unserem Ziel findet das Leben statt und passiert das Leben jeden Tag. Und wenn wir das nicht erkennen und nur für das Ziel leben und nie glücklich sind, weil wir nicht an diesem Ziel sind, dann verschwenden wir einfach ganz, ganz viel Zeit, weil das Leben passiert nun mal auf dem Weg und das Ziel ist nur ein kurzer Moment. Und ich habe schon viele Ziele irgendwann erreicht. Ich schreibe immer Anfang des Jahres mir auf, was ich erreichen möchte in einem Jahr. Und die meisten der Ziele erreiche ich, aber wenn ich ein Ziel erreicht habe, schaue ich auch weiter nach vorne. Ist vielleicht auf der einen Seite so ein bisschen nach dem Motto, okay, du erfreust dich ja nie an deinen Zielen. Das ist nicht richtig. Ich freue mich schon über meine Ziele. Aber das Leben passiert nun mal unterwegs, auf diesem Weg. Und währenddessen, während du für dein Ziel arbeitest, lebst du. Und du solltest nicht nur glücklich sein, wenn du dein Ziel erreicht hast, sondern auch schon vorher. Und ich finde, sich bewusst zu machen, dass in der Vergangenheit es genauso war, dass man sich an die Zeit erinnert vor dem Ziel und nicht an das Ziel an sich, das hilft dabei einfach. Ganz wichtig ist, dass der Mensch ein Ziel braucht. Wir alle kennen vielleicht das Gefühl, dass wir uns ein bisschen lost und verloren fühlen in irgendeiner Lebensphase. Und das ist meistens eine Phase, in der wir vielleicht gerade kein richtiges Ziel vor Augen haben. Wir Menschen kommen auf die Erde und sind eigentlich geboren für Wachstum. Wir kommen als Säugling, sind vollkommen unbefleckt, wie ein weißes Blatt Papier und wachsen heran körperlich, lernen durch unsere Eltern, durch Kindergarten, durch Grundschule, Schule, Studium, Ausbildung, was auch immer. Wir lernen die ganze Zeit und wachsen stetig. Das heißt, wir Menschen sind geboren für Wachstum. Dass die Technik jetzt so weit ist und die Forschung und so weiter, ist ja ein Zeichen dafür, dass wir immer weiter wachsen wollen. Und das ist so in der Natur von uns irgendwo drin. Bei manchen ist es vielleicht anhand von Wohlstand und dass es einem zu gut geht, ein bisschen eingeschlafen. Aber diese Menschen fühlen sich auch oft unglücklich und denen geht es dann nicht gut in diesem Moment.
Und das liegt vielleicht einfach daran, dass du lange kein Ziel erreicht hast oder lange kein Erfolgserlebnis hattest und deswegen das Gefühl hast, stehen geblieben zu sein. Wir müssen natürlich nicht immer Action haben und irgendetwas tun, aber wir müssen ein Ziel vor Augen haben, für das wir arbeiten, das wir auch erreichen wollen. Wenn wir das nicht haben, fühlen wir uns meistens verloren im Leben. Und wie du den Weg aber jetzt zum Ziel machst, das erkläre ich dir jetzt und wie es dann auf diesem Weg auch Spaß macht, das Ganze so zu gehen. Der Punkt Nummer eins ist das, was wir direkt am Anfang vom Video besprochen haben. Und zwar erstmal realisieren, dass das Leben auf dem Weg passiert und nicht erst, wenn das Ziel endlich erreicht ist. Wenn du eine Beziehung führst, dann passiert es zum Beispiel auf dem Weg bis zur Hochzeit oder was auch immer, dass ihr lebt, dass ihr gemeinsam wächst. Und das ist das alltägliche Leben und das ist das, was permanent passiert, jetzt in diesem Moment. Und das ist erstmal wichtig zu begreifen. Um aber motiviert auf diesem Weg zu sein, wenn ihr zum Beispiel ein langes Ziel habt, nehmen wir mal wieder das Beispiel Beziehung, ihr wollt heiraten irgendwann, ja? Das ist dein Ziel. Dann hast du viele Etappenziele. Du hast erstmal, du triffst die Frau, erster Kuss, erstes Mal ich liebe dich sagen, gemeinsame Wohnung, vielleicht ein Haustier haben gemeinsam. Viele, viele gemeinsame Erlebnisse und das sind Etappenziele, die dich bei Laune halten auf dem Weg zum eigentlichen großen Ziel. Und das ist super, super wichtig. Das ist auch bei körperlichen Zielen wichtig. Wenn du ein Diätziel hast, dann freu dich über jedes Kilo, das du verlierst von Woche zu Woche und schaffe dir Etappenziele, die dich motiviert halten, um an deinem Ziel dran zu bleiben. Und dann kannst du den Weg genießen und Spaß haben. Hab Spaß auf dem Weg bis zum Ziel und schau nicht nur nach vorne auf das Ziel, bis du endlich das Ziel erreicht hast, sondern lebe in dem Moment, bis du das Ziel erreicht hast. Ich hoffe, dieses Video hat dir vielleicht ein bisschen die Augen geöffnet und konnte dir eine kleine Inspiration geben. Es ist vielleicht ein bisschen anderer Content als sonst, den ihr so manchmal so meistens nur Fitness-Content und so. Aber ich sage ja immer, es geht auch um Mindset und Nutrition. Und ich persönlich beschäftige mich momentan sehr, sehr viel mit diesem Thema. Das bedeutet also auch, ich teile das mit euch. Abonnier gerne meinen Kanal. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Jede Woche gibt es neue Videos. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ihr genießt das Wetter, auch wenn es sehr heiß ist. Aber genießt die Sonnenstrahlen, denn der nächste Winter steht schon vor der Tür. Bis dahin, macht's gut. Ciao.